Okay, ist es noch nicht ganz trocken, aber mir ist jetzt nach diesen Effektliner Drops und zwar setze ich jetzt hier vor diese Swooshes. Das ist nicht das gleiche Perlweiß, logischerweise. Das ist ein bisschen heller, das ist aber egal. Und zwar läuft ja hier auch eine Linie und ich setze diese Punkte. Also es sind Bubble, also das sind hochstehende Punkte. Die setze ich jetzt hier in die Zwischenräume. Gerade am gucken, ob das so gut aussieht. Doch, doch. Doch, doch, das sieht gut aus. Ich habe immer ein Blatt Papier, bevor ich die im Mandala starte, um die auszuprobieren. Gerade heute, ja, am besagten Tag, wo alles so irgendwie. Und wenn man die Drops jetzt aufsetzt oder ins Mandala reinsetzt, dann diese Tülle, ja, diese Öffnung weiter vom Blatt Papier weghalten. Sonst hast du da so ein Matschepunkt, ja. Also ich mache jetzt da nicht XL-Punkte hin, aber schon, dass die hochstehen. Sehen aus wie Perlen. Ich schalte es gleich mal in die Kamera. Und ich schaue, dass ich genau vor der Linie bin. Mit allen Punkten. Drück natürlich nicht zu fest auf das Ding, auf diese Flasche. Das ist auch so eine Übungssache, Gefühlssache mit diesen Drops hier. Okay, so sieht das jetzt aus. Zeig das mal. Die stehen jetzt, halt das mal schräg. Die stehen jetzt über, ne? Also die stehen jetzt hoch. Okay. Ansonsten finde ich den Raum dazwischen gut. Ich mache jetzt auf diese kleinen pinkfarbenen, mache ich jetzt türkisfarbene Drops. Probiere das auch vorher aus. Das läuft schon, weil das so tierisch heiß ist. Siehst du das? Kannst du nicht nehmen jetzt. Das muss ich jetzt erstmal reinigen. Dann noch mal versuchen, ob das. Also die stehen hoch und bleiben auch, ne? Das ist eine ganz andere Farbkonsistenz. Aber so als Akzent, jetzt gerade bei diesen sommerlichen Farben oder ja, bei diesen bunteren Farben finde ich das schön. Ansonsten gefällt mir das Perlweiß. Ja. Wenn man dann mal so, das kann man aber, kannst aber auch mit der Farbe machen, nur die Farbe senkt sich halt ab und bleibt nicht so stehen wie diese Perlendrops. Okay, jetzt nehme ich das Pearl Pink und setzt das auf die blauen und macht dann aber größere Punkte und probiert das aber genau wie alle anderen Farben vorher aus, weil genau was jetzt hier ist, ist, hier ist die Öffnung jetzt verstopft. Jetzt nehme ich eine Nadel. Das kann nämlich auch passieren. Gehe in die Öffnung, mach das auf.
Nadel kurz abwischen und dann probieren. Da kommt nichts. Jetzt kommt Luft. Und jetzt kommt erst die Farbe. Aber an der Seite. Das heißt, darf ich noch mal rein mit dem mit der Nadel. Mal schauen. Jetzt kommt die Farbe. Jetzt mache ich aber noch mal einen Punkt. Ja, da hängt, da hat sich die Farbe jetzt im Hals so ein bisschen fester gesetzt. Also vorher immer ausprobieren. Sonst ist das. Mache ich jetzt entsprechend größer. Weil ja die Punkte größer sind. Irgendwie macht es Spaß, diese Bubbles hier reinzusetzen. Dieses Pearl Pink jetzt hier, das sieht auch schön aus. Aber wie gesagt, das muss passen, ne? Zu diesem Bubblegum Pink hier passt es hervorragend. Ansonsten ist das zu. Ja, es ist sehr rosa, ja. Also. Zu einem Alt-Rosé oder so kann man das natürlich nicht nehmen. Da sieht das nicht so gut aus. Zu einer Mischfarbe meine ich jetzt. Da sieht das. So. Da hatte ich jetzt Lust zu. Mache ich manchmal. Manche machen ja auch ganz am Ende erst. Ich habe jetzt da. Das Einzige, was ist, da muss ich darauf hinweisen, wenn du die Linien reinigst, ist es besser, wenn du es ganz am Ende machst, weil du kannst an diesem hier, an den Linien, musst du halt dazwischen dann säubern. Ja, die Linien wegmachen, weil die stehen ja hoch und da bist du dann immer so ein bisschen, musst du drumrum reinigen, aber es macht nichts. Okay. Ich habe jetzt mit dem gelben Tool eine Reihe Punkte gesetzt und zwar in der Mitte von diesen Vertikallinien. Ja, also vor diesen Swooshes, die wir gemacht haben. Jetzt mache ich hier noch die Luftbläschen raus. Da sind noch so kleine Bubbles drin. Okay, hier ist noch eins. Also habe ich mit dem gelben Tool gemacht. Das sind recht große Punkte. Und jetzt nehme ich das grüne Tool, das große Ende, und nehme die Farbe Gelb. Und mach vor jedem Punkt wieder einen gewissen, also einen Abstand. Bei mir ist der Punkt jetzt auf dem Kreis, auf der Linie von dem Kreis. Das mache ich jetzt mal überall erst zuerst, bevor ich mit den Punkten starte. Die dann um den Kreis herum gesetzt werden. Auch noch ein Luftbläschen.
Okay, ich nehme jetzt das kleinere Ende von dem grünen Ton, mache das große erstmal sauber kurz und tone das mal. Ich probiere es mal aus in die Farbe, ohne dass ich da rühre. Mal gucken, ob das ausreicht. Nein, also doch ein bisschen mehr Farbe, weil der Punkt ist ja auch schon recht groß. Und mache das jetzt natürlich überall ringsherum. Ich nehme dann auch, wenn ich sehe, dass der erste Punkt nicht groß genug ist, mache ich dann einfach nochmal Farbe ans Tool, um das dann auszugleichen, damit der erste Punkt ein bisschen dicker wird. Da können wir auch noch einen hinsetzen. So. Ich habe jetzt die ersten Pinselstriche gesetzt und zwar möchte ich nur einen Pinselstrich machen, dick, einen dicken. Und zwar habe ich die Größe 1 von diesen Linern hier, von diesen Pinseln und habe die Farbe Bubblegum Pink gewählt. Und das siehst du auch in der Kamera, wie viel ich daran mache. Die Idee ist, dass diese zwei Pinselstriche genau hier, wo diese Vertikallinie, dass der Pinselstrich genau bis dahin geht. Also da in der Mitte ist diese Vertikallinie. Also die sollen auch nicht aneinander stoßen, diese beiden Pinselstriche, und sollen aber genau hier an dieser Linie aufhören. Also da achte drauf, wenn du Pinselstriche machst, dass die genau an einer Linie aufhören. Wenn du das seltener machst, dann mach dir, bevor du startest mit den Pinselstrichen, hier nochmal so einen weißen Strich hin, damit du weißt, da muss ich aufhören. Das nur so als Info. Und ich lege das Design, also den Punkt, nicht gerade vor mich, sondern schräg vor mich. Also das liegt jetzt rechts vor mir, das siehst du auch, ja. Also ich sitze jetzt hier und das Design ist mehr auf der rechten Seite, so dass ich diesen Schwung hinkriege. Da ist jetzt viel Farbe dran und die sind auch nicht so dünn jetzt hier unten. Das liegt aber einzig und alleine daran, dass ich das jetzt so haben möchte, ja. Der ist auch nicht so lang, der Pinsel. Und ich mache das jetzt mal, also unterdrücken und dann eben nicht, dass es in die andere Farbe reinläuft. Und dann an der Linie stoppen. Das ist die Idee. Das lege ich jetzt ein bisschen weiter rüber. Runterpressen und schon mit dem Druck weg, damit dieses Spitzchen hier entsteht.
Das merkst du auch, wenn du das machst mit den Pinselstrichen, dass es nicht geht, wenn du das genau vor dir liegen hast. Je nach Design, ja. Also das ist nicht bei allen Pinselstrichen so. Da gibt es auch immense Unterschiede. Es wird also nie langweilig. So, mach den Pinsel sauber. Das ist auch wichtig, direkt nach dem Benutzen im Wasser schön hin und her bewegen, damit das dann gereinigt ist, sauber ist. Bis zum nächsten Einsatz. Hübsch. Hier hört ja die Linie auf von uns. Ich mache das mal näher ran. Hier hört die Linie auf. Ich hoffe, dass du das sehen kannst. Und ich gehe jetzt zwei Linien höher, also an diese hier. Da ist jetzt noch eine dazwischen plus diese Randkreis. Hier setze ich jetzt mit dem Snow Titanium White, setze ich jetzt einen ziemlich großen Punkt genau auf das Kreuz. Das heißt, Kreuz, da wo es vertikal und horizontal sich kreuzt. Mit dem grünen großen Tool und ziehe das mit dem kleineren wieder, wie da auch schon, bis zu diesem Punkt hier, hier ist auch ein Kreis, ziehe ich das runter. Nicht ganz rein, sondern bis dahin. Also das sind 1, 2, insgesamt 3 Kreise lang. Ich schaue jetzt selber, dass ich das genau an die Stelle mache, auf das Kreuz. Ich orientiere mich an diesem anderen hier, ja. Das siehst du ja dann, wo die Linie hergeht. Kannst du auch anmarkieren, ne? Wenn das, wenn du da das nicht so im Auge hast. Ich mach das Tuch mal sauber, das kleine, mit der ich dann jeweils in die Farbe rein muss. Okay. Jetzt wird das halt ein bisschen
breiter unten. Ne? Wenn das nicht gereinigt ist, dann setzt sich doch dann die Farbe ab, beziehungsweise die trocknet dann ja schnell auch. Also das Tool einfach drehen, ne? Großes Ende für den ersten Punkt, das Tool drehen und dann auf der Vertikallinie zwischen diese Blüten ziehen, zwischen diese Pinselstriche. Das nochmal sauber. Und ich schaue immer, wie lang war das letzte, ja? Und dann kann es gar nicht anders, kann gar nicht länger werden dann, weil man die Linie auch sieht dann, ne? Ich habe jetzt mit dem größeren Tool vor diesen weißen Swooshes hier habe ich einen Punkt gesetzt überall und mache jetzt mit der kleinen Seite die kleinen Mini-Dots ringsrum. Ich habe den Abstand hier so weit gemacht, dass ich hier auf dem Kreuz vom letzten Kreis am Rand vom Mandala den Punkt gesetzt habe. Und setze die Punkte auch jetzt nur, diese Mini-Dots, rings um diesen Kreis oben, von diesem weißen Sushi. Mehr mache ich da gar nicht. Das ist das French Move, ne? Diese ein bisschen anspruchsvollere Farbe. Anspruchsvoll deswegen, weil die so ein bisschen kleistermäßig ist. Schalte es mal in die Kamera, dann kannst du es sehen. Das ist nicht so. Also der Farbton ist klasse. Die Konsistenz ist. Naja. Halt anders, ne? Sieht mit dem Weiß auch sehr edel aus, finde ich. Farbkombi. Ich freue mich gleich schon auf die Pinselstriche. Die werden dann ein bisschen anders sein. Ich denke mal, dass das ein ganz hübsches Mandala wird. Zeig das mal kurz näher, wie ich das hier mache. So sieht das aus dann. Also mit diesem Abstand wirkt es auch wieder, ja, wie so eine kleine Krone. Finde ich. Krone, oder?
Ich hatte ja eingangs vom Video erzählt, dass ich diese Hintergrundfarbe noch hatte. Und das ist von diesem Workshop, den ich gemacht habe. Das kannst du dir bei Etsy mal anschauen in meinem Shop. In diesem Workshop, der ist übrigens auch auf YouTube ist der hochgeladen, allerdings wird der dann für dich freigeschaltet, wenn du den gekauft hast. Der ist sehr ausführlich. Das ist auch eine natürlich viel größere Leinwand. Ich glaube 40 cm. Und wir machen natürlich live auch das Pouring in diesem Workshop. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Also wenn du da mal so Lust hast, was Intensiveres zu machen. Plus und Pouring, plus Mandala. Das ist ja auch sehr bunt gestaltet oder kannst du natürlich individuell machen. Das ist ja nur ein Vorschlag, aber das kannst du dir mal anschauen. Also das ist ein wirklich ausführlicher Workshop und da hast du mit Sicherheit mega Freude, weil das ist so ja spannend, ja, weil man nie weiß, wie läuft die Farbe, wo läuft die hin, wie sieht der Hintergrund wirklich aus am Ende und das ist auch ein sehr intuitiver Workshop, ja. Aber ich weise da auf alle Haken und Ösen hin, was da alles sein kann und weil ich das Pouring ja eine ganze Zeit lang nur gemacht habe und mich damit eigentlich ganz gut auskenne. Also, das nur am Rande. Für diese Pinselstriche nehme ich einen viel kürzeren Pinsel. Und zwar wahrscheinlich diesen. Und wie ich rausfinden kann, ob ich jetzt diesen Pinsel 0 nehme von Artist Brush zu Sing, die sind von Amazon, werde ich diese Spitze anfeuchten. Ich mache mal das ein bisschen weiter weg. Also ich feuchte die Pinsel sowieso vor dem Benutzen immer an, wische die dann in so einem Mikrofasertuch entsprechend ganz sanft ab. Soll ja nicht tropfen. Und dann setze ich hier in meinem Design mit diesem feuchten Pinsel den ersten Probe-Pinselstrich. Wie sieht das aus? Wo fange ich da an? Also, ich fange genau da an, wo ich diesen großen Punkt gesetzt habe. Rechts und links daneben auf der gleichen Höhe. Und setze den ersten Pinselstrich. Also der wird nicht mega dick. Ja? Der wird eher klein. Aber das sollen ja jetzt auch nicht so eine Dinger werden wie hier. Und was ich jetzt auch mache, ich mache den nochmal nass. Wobei auf dem Pouring sieht man das nicht wirklich. Eins, zwei, zwei. Drei, vier. Also könnte sein, dass wir vier Pinselstriche reinsetzen. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, es würde bis fast hier hingehen. Und das geht dann auch. Also das ist gar nicht mehr viel Spielraum. Ja, passt gut. Eins, zwei. Also immer. Ich mache immer diese Trockenübungen, bevor ich loslege. Vier Pinselstriche gehen da rein. Ist natürlich, wenn man Farbe drauf hat, noch mal ein anderes Ding. Ja. Wobei der Pinsel dünn ist. Sollte hinhauen. Vier Stück. Ich denke mal, so könnt ihr das gut sehen. Ich nehme jetzt als erstes diese helle Farbe, das Whispering Turquoise. Das hier.
Ich lasse es mal näher. Du kannst zwar jetzt nicht sehen, wie ich in die Farbe reingehe, aber so. Also gut Farbe drauf. Ich habe den Pinsel wieder angefeuchtet. Und wie gesagt, ich dachte genau an diesem Kreis hier, an dem letzten Kreis vom Mandala eingezeichnet. Setzt dann nur so ein kleineres Häkchen, ja, so einen kleineren Pinselstrich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit diesem Drehen hier. Ich war schon mit dem Finger da. Recht nah dran. Das ist jetzt zum Beispiel ein Design, wo das genau vor mir liegt, ja? Also das kann ich jetzt nicht schräg machen, das muss jetzt von vorne gemacht werden. Das ist jetzt schon wieder so das zweite, der zweite Unterschied zu diesen bei den Pinselstrichen. Das tunke ich einmal rein jetzt in die Farbe, weil das soll ja nicht so dick werden. Pouring klebt auch, ja, an den Händen, wie du das bemerkst. Es geht immer ein bisschen hoch, weil das ja schon gegossen ist, diese Farben. Also versiegelt eigentlich schon, deswegen. Muss ich ein bisschen Acht geben, weil jetzt kommen schon die das, was ich da gezeichnet hatte, wegen meiner Hand, Handrücken, dass ich da nicht reinkomme, weil der Abstand ist hier nicht so groß. Okay, Pinsel reinigen.
Ich mache es mal ein bisschen weiter weg. So weit nur auch wieder nicht. Aber so, dass du ein bisschen mehr sehen kannst von dem Ganzen. Farbe ist aber schon hier recht gut angetrocknet. Ich nehme jetzt das Gelb, das Pineapple. Das ist auch sehr, ich probiere das jetzt mal erst auf einem Blatt aus. Das ist sehr, wenn man das runterdrückt, gibt das sehr viel Farbe. Ja. Es geht so. Ist okay. Es ist ähnlich wie das Blau. Also, wie du das siehst, ne? Ich mache zwar viele Mandalas, aber ich habe immer so ein Blättchen Papier, um die Farben dann auch mit dem entsprechenden Pinsel oder manchmal sogar mit Dotting-Tools einfach nochmal zu schauen, wie ist die von der Konsistenz, ja? Wie breit wird der Pinselstrich? Also, das ist nichts Außergewöhnliches. Das nur mal so am Rande. Okay, der zweite Pinselstrich, der wird unerheblich kürzer. Den setze ich aber genau wieder auf der Linie an. Der sieht nur deswegen ein bisschen anders aus, weil ich den gerade runterziehe. Also nicht mehr in diesem runden Schwung. Also die Blüte ist da nicht mehr zu. Das soll ja jetzt so nach außen aufgehen. Das heißt, ich setze es jetzt gerade. Bisschen kürzer, ganz minimal kürzer. Und gehe dann hier entsprechend weiter in das Design rein. Möglichst nah dran. Also am Blau. Sieht das schon vom Design ganz anders aus, ne? Ein Pinselstrich, das ist immer so, einmal ist kein Mal. Und je mehr das sind, umso schöner sieht das aus, logischerweise. Dann ergibt das alles so ein Gesamtbild, ne? Das ist ja der Pinsel, den ich jetzt genommen habe für diese beiden Farben, das Whispering Turquoise und das Pineapple. Und in der gleichen Größe nehme ich jetzt einen viel längeren Pinsel. Ich mache den kurzen mal weg. Und zwar zeige ich dir das mal. Ich möchte ja jetzt mit diesen Pinselstrichen in diese Zwischenräume rein. Und diese längeren Pinsel. Ich halte es noch mal daneben, dann kannst du den Unterschied sehen. Das ist immens, ja, viel viel länger, wobei der auch nicht ganz Vollfarbe gemacht wird, also so ungefähr bis hierhin. Also ja,
hat aber den Hintergrund, der ist jetzt schon feucht. Und zwar setze ich den ja jetzt nicht wie vorher, hier höre ich auf, sondern ich versuche das ein bisschen kürzer wieder zu machen. Setz den hier an und zieh den dann hier rein, weil da ist ja nichts mehr. Ja, und ich will ja diesen Zwischenraum, will ich ja füllen. Also das ist wieder so, auch wieder ganz anders, Pinsel, ja. Also ich setze den weiter unten an, hier, zwischen den beiden Linien setze ich den an, push, also drück den runter und ziehe den dann hier ins Design rein. Ich glaube, dass wir noch mehr als diese Farben da nehmen, weil der ist auch nicht so dick, aber ich will jetzt hier nicht so eine dicken reinsetzen wie hier, weil ich möchte schon, dass das so eine Blütenform wird, die dann aufgeht. Ich mache mal Farbe rauf, so dass du das sehen kannst. Also, da kommt was drauf, ne? Da ist Farbe drauf. So. So, dass es unten auch so einen Tropfen gibt, wie bei den dickeren Punkten. Ich glaube, es ist ein bisschen too much, aber ich möchte auch nicht, dass das zu transparent wird. Ich probiere es mal. Ist immer wieder auch für mich. Ich setze die Farbe jetzt deswegen rein, weil danach noch Farben kommen, damit es nicht an diese Farbe angrenzt, dieser Pinselstrich, weil das sieht dann doof aus, ne? Dann hast du so einen Block, also da achte ich auch immer drauf. Ich setze dann danach wahrscheinlich dieses Laguna rein und dann noch mal ein Weiß. Das habe ich schon mal so überlegt. Also, ich glaube, so ein bisschen too much color. Ich setze das mal ein bisschen kürzer, bisschen ab. Ja, das sieht man auch, dass es ein anderes Design wird. Und gehe dann aber und lasse es so da reinlaufen. Und zwar bis zu diesem Strich. Nicht da rein, sondern bis zu diesem Strich. Und der nächste Pinselstrich, der kommt, der geht dann hier in diese Ecke rein. Das ist so der Plan. Also ich mache das bewusst, dass der Pinselstrich jetzt nicht gerade ist, sondern dass er so ein bisschen nach links und rechts geht, dass die Blüte so aussieht, als würde die aufgehen. Und das kann man eben mit diesen langen Pinseln viel, viel besser. Das kriegst du mit einem kurzen Pinsel einfach nicht hin, ja? Weil der hat diesen Schwung nicht. Der kurze Pinsel bleibt unten, wie du das siehst, ja auch so dicker. Das ist der Vorteil. Also je länger der Pinsel, desto schöner werden die Pinselstriche. Nur in dem Teilbereich jetzt hier bei diesen kleinen Umrandungen kann man keine großen Pinsel nehmen, weil das reicht ja dann auch nicht aus, dass man den ausführt, den Pinselstrich, ja, weil der soll ja früher aufhören. Also ist schon ein bisschen, aber ist alles Übungssache mit diesen Pinseln. Also ich habe das auch erst nach und nach rausgekriegt und das ist ja längst noch nicht zu Ende, ja. Das ist immer wieder bei jedem Mandala neue Erfahrung und neue Übung, wie jetzt auch, ja? Und die lege ich jetzt auch wieder, das siehst du, nicht gerade vor mich. Jetzt drehe ich das so ein bisschen weg, damit ich diesen Schwung da reinkriege, ja? Also ich lege das so leicht schräg jetzt vor mich. Und achte auch darauf, dass ich nicht reinfasse. Weil es ja sehr nah am Rand ist. Und das geht nur, wenn man das ganz, ganz langsam macht. Ja?
Also da jetzt schnell mal so ein Ding reinsetzen. Da braucht man Geduld für. Bisschen schrägen. Weiß gar nicht, wo ich meine Finger hinmachen soll. Linke Hand. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter. So. Dass ich den so seitlich da reinsetzen kann, ne? Das ist so die Idee. So ein bisschen. Und die Farben sollten auch trocken sein, wie du das siehst, ne? Also wenn du jetzt hier arbeitest, dann darf das nicht mehr nass sein, weil du musst irgendwo die Hand drauflegen und das muss auf dem Mandala sein, weil das geht gar nicht anders, weil das zu nah am Rand ist. Deswegen ist das auch noch mal so ein Hinweis, ja? Sich da echt Zeit nehmen, das trocknen lassen und dann erst die nächste Farbe reinsetzen. Sonst hängst du zwangsläufig in der Farbe. Es geht gar nicht anders. Du kannst ja von hier, kannst du das nicht setzen. Ja? Da ist der Winkel nicht gegeben. Und die Richtung oder wie auch immer. Aber die trocknen ja recht schnell. Und das dauert ja auch eine Zeit, bis man die gesetzt hat. Und wenn man so eine Runde hat, je auch nach Größe des Mandalas, ist dann der erste Pinselstrich schon trocken, wenn du den letzten dann noch reinmalst, ne? Das ist der Vorteil. Und das macht Spaß, ja. Das ist einfach eine wunderschöne Arbeit, diese Pinselstriche. Und als ich damit begonnen bin, also gestartet bin, die ersten Pinselstriche habe ich gedacht, boah, kriegst du niemals hin, ja. Die sehen so komisch aus, ja. Sah überhaupt nicht wirklich gut aus, also. Und es ist, ich habe immer wieder Blatt Papier genommen, ich habe das immer wieder ausprobiert, ich habe mir Muster gemalt. Das können wir auch mal machen hier, ja, auf dem Kanal. Kann ich gerne mal Muster erstellen und dann kannst du die mitmalen, ja, wenn das Video läuft, während ich das male, oder du kannst es ja auch wiederholen. Und dann diese Muster dir selber aufmalen. Das machen wir wahrscheinlich auch mal. Das kannst du ja mal kommentieren, ob dir das gefallen würde. Ich habe gerade geguckt, ob die Farbe jetzt schon so ein bisschen angetrocknet ist. Ist aber nicht so. Also angetrocknet schon, aber wäre ein Risiko. Da war ich jetzt schon nicht so genau in der Richtung. So, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt ist hier der erste
den ich gestartet bin, und der ist nicht ganz trocken. Das heißt, ich muss jetzt mit der Hand auf den Tisch oder darf mit der Hand auf den Tisch und mache das dann trotzdem rein. So. Pinsel sauber machen. Jetzt sieht das sehr pinkig aus hier, aber wenn ich jetzt diese Farbe reinsetze als nächsten Pinselstrich, das setze ich dann eine auf die nächste Linie runter. Der geht dann noch mal weiter außen und der geht dann hier rein. Ja, also noch kürzer. Und dann geht der schon in die Zwischenräume rein. Das heißt, dann ist dieses Pink, hat dann einen Akzent durch diese Farbe. Sieht toll aus in der Kombi. Oh, ich denke, ich kann die schon reinsetzen, weil hier unten sind die trocken, hier oben das geht. Dann nehme ich mal diese Farbe. Man muss aber noch ein bisschen Farbe rein, weil bekanntlich ist das nicht so gut, wenn das nicht genug Farbe hat. Und ich nehme auch diese größeren Töpfchen, weil ich sonst den Pinsel gar nicht da hätte. Ich die kleineren Töpfchen jetzt wie die, die sind ja viel kleiner, dann kann ich den, gut, ich kann das ganz voll machen, aber die sind halt einfach, da kann man auch mal so drin drehen, ja. Die sind einfach, ja, sind halt schöner, ne, zum Arbeiten. Die habe ich jetzt bei Amazon nachbestellt, also die gleichen, die ich schon mal hatte. Die haben allerdings, obwohl es die gleiche Bestellung ist, eine andere Verschlusskappe hier. Gehen schwieriger auf, aber ist ja nicht schlecht, ne? Also Farbe ist da haltbar drin, sieht gut aus bisher. Okay, dann setze ich den jetzt, mach den kürzer. Also auf der nächsten Linie setze ich das an. Auch wieder in die Richtung mit Abstand, drückt es runter und geht dann hier ran und setzt das in das Design rein. Muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen hier mit meiner. Ich sehe den Strich jetzt nicht, der ist hier. Ich glaube, ich warte noch. Ich habe den, der muss ein bisschen länger. Den habe ich, ich habe den Strich nicht richtig gesehen jetzt durch das Licht. Mach den noch mal. Und mach den noch ein bisschen runter hier vorne. Ah. Okay, geh noch mal drauf. Kann passieren. Geht man ganz leicht halt drauf und macht dann noch mal vorne. Ist ein bisschen anders, aber geht. Das ein bisschen noch weiter rüberlegen, dann komme ich besser ran.
Habe ich mir gedacht, ne? Also das geht, da geht noch ein Pinselstrich rein. Weil der Nuller-Pinsel ist recht fein. Der ist ja nicht so. Eins ist natürlich viel dicker, den wir hier benutzt haben. Und hier jetzt, wenn du das siehst, arbeitest du im Prinzip rückwärts. Du setzt den Pinsel an und drückst den rückwärts nach oben. Ne? Das ist schon anders, kriegst du es aber nicht rein, diesen. Also das ist einfach Übungssache, ja. Und wie auch wieder hier schräg. Jetzt liegt das Design wieder schräg vor mir. Ja, gerade schauen, wo der Strich ist, der Kreis. Ich habe das jetzt nicht mehr sehen können, weil das ein bisschen spiegelt von der Lampe. Und das Pouring ist halt so ein bisschen glänzend, ne? Das ist nicht so matt. Dann, okay, der letzte in der Farbe. Das lasse ich aber jetzt erstmal trocknen, weil das ist mir noch zu matschig, zu nass. Das sieht dann wirklich nicht gut aus. Pinsel reinigen, wenn das dann verwischt wird. Okay. So, die Farben sind jetzt getrocknet. Also die Idee ist jetzt mit Weiß das jetzt hier auszufüllen, ja? Weil ich glaube, weiß ist sieht gut aus. Ich nehme aber nicht das Perlweiß, sondern das Snow White, was wir hier in der Mitte hatten. Ich mache aber jetzt mal auf diese großen Punkte mit dem lila Werkzeug erstmal Perlweiß drauf. Glaube ich, dass es gut aussieht. Also das ist Perlweiß von DecoArt. Stehen also nicht hoch die Punkte. Das finde ich jetzt, wenn die so groß sind, nicht für so kleinere Akzente, finde ich es schön.
Aber für jetzt die großen Punkte finde ich das schöner mit den Farben von DecoArt. Fast okay, so besser. Jetzt habe ich das Weiß in dem kleinen Töpfchen. Schauen wir mal, wie viel das ist. Ich habe hier auch noch mal ein Weiß, ist auch so ein Töpfchen. Ich mache hier noch ein bisschen Farbe rein. Von dem Snow White. Damit der Pinsel auch richtig, macht er nochmal feucht jetzt erst. Und auch das probiere ich jetzt aus, ohne Farbe. Ich werde jetzt das, den Pinselstrich noch anders gestalten. Und zwar gehe ich noch eine Linie tiefer und setze das aber so weiter weg vom, ich versuche das, von dem Grün, von dem Laguna, dass ein Abstand entsteht und dass das dann hier so reingeht. Ich glaube, das sieht gut aus, also nicht jetzt so wahnsinnig weit weg. Ich mache viel Farbe drauf und schaue, dass das dann so aussieht, dass die hier unter der Spitze von diesem Design halt zusammen sind. Jetzt starte ich mal mit der Farbe. Mach da nicht so wenig drauf. Die ist sehr flüssig, das Weiß. Und das Weiß ist halt, das hat so die, nicht so die Deckkraft. Ja? Das heißt, könnte sein, dass das im Bereich hier so ein bisschen durchscheint, das Lila, macht aber nichts. Also ich drücke den jetzt ein bisschen fester auf, gehe natürlich hier nah an das Design ran und ziehe das dann hier rein. So. Mal schauen, sehe den Strich wieder nicht. Ein bisschen bewegen. Aufpassen, das tropft hier. Ja, das kann man hier gar nicht so gut sehen. Hier. Ich halte das mal gerade ein bisschen weiter weg, um selber mal zu schauen. Ist gut. Ist jetzt nicht identisch, aber
Es ging jetzt recht zügig, weil ich es war jetzt in so einem richtigen Flow drin. Ach, das macht einfach Freude, ja. Das ist einfach schön. Ja, ich denke mal, dass das wird ist ein sehr schönes Design. Machen wir hier am äußeren Kreis noch was Hübsches, und zwar, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, wir nehmen noch mal das Gelb und setzen hier Punkte rein, was sonst, und zwar so hier in der Mitte, wo dieses pinkfarbene Design aufhört. Ich mache das mal näher. Also der äußere Kreis bei mir ist hier, so ganz fast am Rand, ja, da wo das Design aufhört. Und da ist ja diese Linie. Da setze ich jetzt mit dem weißen Tool, mit dem großen Ende, setze ich jetzt einen Punkt in die Mitte von diesen Pinselstrichen und gehe einmal nach rechts. Die werden dann natürlich entsprechend kleiner. Ich muss meine Linie suchen hier. Das ist dann noch mal so ein schöner Abschluss. Macht so ein Rand einfach, so ein Mandala einfach hübsch, so als Abschluss. Kann man auch mehrere reinsetzen, wenn du das Design auch machst. Und du hast dann noch zwei Linien, hätte ich auch. Hier ist nochmal eine Linie. Das sind dann wirklich nur so drei Punkte, macht dann nicht so viel Sinn, ne? Das ist dann nicht so ausdrucksstark. Ich hätte ein bisschen mehr Farbe hier. Das macht auch Spaß, das zu fertigen hier. Das habe ich bei dem großen Mandala auch in verschiedenen Farben gemacht, so im Hintergrund, da wo Leerräume waren. Und das sieht cool aus. Kannst du dann auch, wenn du das machst, kannst du auch verschiedene Größen nehmen, ja? Verschiedene Größen von den Tools, die Punkte kleiner, größer.
dicker, dünner. Ich meine jetzt, wenn du mehrere Reihen da, damit machst, ne? Dann sieht es auch schick aus. Das ist so ein kleiner Effekt mit recht großer Wirkung, finde ich. Weil wenn du da jetzt, wenn ich da jetzt nichts hingemalt hätte, sieht es so aus, ne? Bisschen mehr Farbe. So, besser, oder? Ich mache es mal weiter weg. Jetzt kannst du es sehen. Jetzt hat das einen richtig schönen Rand, Rahmen. Ich finde es jetzt total schön. Habe ich mit Gelb gemacht. Kannst du auch mit Weiß machen, mit Pink, whatever, ja. Keine Hellblau, was auch immer. Aber mir gefällt es jetzt so, finished. Ich mache das jetzt sauber und dann zeige ich es euch nochmal. Und dann dürft ihr das freudig nacharbeiten. Okay. So, ich reinige das jetzt. Ich habe hier diese Babytücher. Das sind Aloe Vera Tücher. Damit kann man das reinigen. Und ich schaue das jetzt mal, weil diese Punkte hier, diese Top Dots, die ich von dieser Art Creation drauf gemacht habe, die stehen ja ein bisschen höher hier. Und dann muss ich halt mit so einem Finger dann dazwischen diese Striche wegmachen. Das hatte ich ja gesagt, das hätte ich besser ganz am Schluss gemacht. Also vorher gereinigt und dann die Dots drauf gesetzt. Aber das ist jetzt nicht schlimm, ja. Also. Und was ich auch öfter mache, wenn ich diese Tücher nicht nehme, dann nehme ich ein recht feuchtes oder sagen wir mal fast nasses Mikrofasertuch. Je nach Untergrund, je nachdem, wie man die Striche setzt, ja, dieses Vorzeichnen, geht das besser mit einem Mikrofasertuch. Aber das ist so ein Ausprobieren. Ich zeige dir das jetzt gleich auch mal. Es gibt einfach Striche, die man mit dem Zirkel setzt, die sind dann ein bisschen mehr in der Farbe drin, da reicht dieses Tuch hier nicht aus. Und dann nehme ich eben dieses feuchte Mikrofasertuch. Und damit kann ich dann, weil das Tuch sehr dick ist, also das ist wirklich nur zum Abnehmen von Farben. Das mache ich auch über einen Finger und schlage das dann so um die Hand. Und dann das siehst du jetzt, das ist jetzt richtig nass und dann rubbel ich wirklich ganz fest, dass ich diese Striche auch abkriege. Weil das ist oftmals, gerade bei Pouring auch, nicht nur bei Pouring, ist es so, dass man da ein bisschen mehr aufdrücken muss und diese Aloe Vera Tücher sind halt nicht so nass, ja. Also die sind halt auch nicht so von der Konsistenz nicht so besonders dick, damit man damit richtig das entfernen kann. Das meine ich damit. Also das geht auch nicht ab, ne? Also die Farbe ist da nicht drin. Das jetzt, was du hier siehst in dem Tuch, das ist so schon mal Hintergrundfarbe, schwarze. Das Pouring geht sowieso nicht ab, ja. Das ist eine gegossene Form. Eine gegossene Farbe, da geht gar nichts ab. Und von dieser aufgemalten Farbe auch nicht. Ja? Da ist nichts. Das bleibt. Ich glaube, das war es auch schon. Ich
schaue das auch immer noch mal nach, weil je nachdem, wie das Licht fällt, dann sieht man noch so ein kleines bisschen. Aber ansonsten sieht das schön aus. Mir gefällt es ganz gut. Auch von der, ja, vom Hintergrund einfach das Ganze so, ne? Ja, ich hoffe, euch gefällt das auch. Hat das auch gefallen? Ich bin jetzt gerade die Videos am Schneiden. Und ja, werde dann auch da oder habe zwei Teile draus gemacht, weil es doch wieder ein bisschen länger geworden ist. Aber so ist das nun mal, ja. Es ist ja keine schnelle Sache, so ein Mandala fertigen. Ja, und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß oder habt Spaß. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.